Hallo, ich lese mal was vom Buche Rudolf Steiner, Sprechen und Sprachen. Vom Kapitel Das Alphabet, ein Ausdruck des Menschengeheimnisses. Seit einiger Zeit haben wir uns damit beschäftigt, die Beziehungen des Menschen zum Weltenall genauer kennenzulernen. Und wir wollen auch heute noch einiges Ergänzende zu diesen Betrachtungen hinzufügen. Wenn wir den Menschen betrachten, wie er im gegenwärtigen Zeitraume der Menschheitsentwicklung lebt, gegenwärtig aber im weitesten Sinne im Verhältnis zu der großen Weltenentwicklung genommen, der von der Geschichte und zum Teil noch von der Vorgeschichte der Menschheit umfasst wird. Dann müssen wir sagen, dass für diese Gegenwart der kosmischen Menschheitsentwicklung vor allen Dingen als ein charakteristisches die Sprache in Betracht kommt. Sprache hebt den Menschen herauf über die anderen Naturreiche. Eine hierarchistische Ansicht von diesem anthroposophischen Wissen. Das ist etwas, was ich sehe das dann eher im Gleichnis, dass alle echt im Gleichnis sind. Und dass eine Art von Menschen ist, dass da Sprache, dass Sprache eben etwas, nun ja, Rachiges ist. Die Sprache hebt den Menschen herauf über die anderen Naturreiche. Nun, ich habe bereits in den Vorträgen der vorigen Woche darauf hingewiesen, dass sich im Laufe der Menschheitsentwicklung die Sprache, das Sprechen überhaupt, verändert hat. Auch auf diesem Gebiet hat die Menschheit eine Entwicklung durchgemacht. Ich habe darauf hingewiesen, wie die Sprache in sehr, sehr alten Zeiten etwas war, was der Mensch gewissermaßen als eine ursprünglichste Anlage aus sich heraus gestaltete und wie er mit Hilfe seiner Sprachwerkzeuge darauf die in ihm lebenden göttlich-geistigen Kräfte offenbaren konnte. Ich habe darauf hingewiesen, wie beim Übergange aus der griechischen in die römisch-lateinische Kultur, also im vierten nachatlantischen Kulturzeitraum, es deutlich bemerkbar wird, dass die einzelnen Laute der Sprache nun nicht mehr Benennungen haben, sondern eben einfach, so wie wir es heute gewohnt sind, als Laute bezeichnet werden. Eine Lauheit passiert dann dabei. Im Griechischen haben wir noch die Benennung für den ersten Buchstaben des Alphabets. Im Lateinischen nur noch A. Beim Übergang vom Griechischen zum Lateinischen wird ein in der Sprache lebendes, im eminentesten Sinne konkretes, in ein abstraktes verwandelt. Man könnte es auch in seinem eigentlichen Sinne nach so sagen. Solange die Menschen zum ersten Buchstaben des Alphabets Alpha gesagt haben, haben sie in dieser Benennung etwas von Inspiration gehabt. In dem Augenblicke, wo sie angefangen haben, ihn nur A zu nennen, zu benennen, trat an die Stelle der Inspiration, des innerlichen Erlebnisses, die Anpassung an das äußerlich Konventionelle.
an die Prosa des Lebens. Das ist ja der eigentliche Übergang vom Griechischen zum Römisch-Lateinischen, dass von der poetisch-geistigen Welt sich die Kulturmenschheit hin entwickelt zu der Prosa des Lebens. Das römische Volk, ich habe es oftmals betont, ist ein nüchternes, prosaisches Volk, ist das Volk der Juristerei, das der Richterei, der Rechtssprecherei, das die Prosa und die Jurisprudenz in die spätere Kultur hineingetragen hat, während das, was im Griechentum lebte, sich in der Kulturmenschheit mehr oder weniger wie eine Art Kulturtraum fortentwickelte, zu dem man zurückblickt und dem man sich in seinen eigenen Offenbarungen dann nähert, wenn man die Innerlichkeit erlebt und zum Ausdrucke bringen will. Man möchte sagen, alle Poesie hat etwas an sich, wodurch sie der europäischen Menschheit wie eine Tochter Griechenlands erscheinen muss. Alle Jurisprudenz, alles äußere Einteilen, alle Prosa des Lebens hat etwas an sich, wodurch sie als eine Tochter des römisch-lateinischen Volkes erscheint. Ich habe auch schon darauf aufmerksam gemacht, wie ein wirkliches Verständnis des Alpha, Aleph im Hebräischen, ich weiß jetzt nur nicht die Tonlage von diesem Wort, Aleph, hab's schon mal gehört. Nun ja. Wie ein wirkliches Verständnis des Alpha dazu führt, zu erkennen, dass man, indem man diesen Buchstaben so benannte, ausdrücken wollte, er ist das Sinnbild für den Menschen. Alpha ist eigentlich, wenn man es annähernd mit einem heutigen Worte ausdrücken will, der seinen Atem empfindet. Ich täte das heißen, einer, welcher im Atem dat. Das ist dann jemand, welcher echt im Atem da ist. Ja. In dieser Benennung liegt direkt die Hindeutung auf das Wort des Alten Testaments. Der Erdemensch wurde dadurch geschaffen, dass ihm der lebendige Odem eingehaucht wurde. Das also, was da getan wurde mit dem Atem, um die Menschen zum Erdenmenschen zu machen. Das Wesen, das dadurch dem Menschen aufgedrückt worden ist, dass er der die Atmung erlebende, empfindende geworden ist. Fühlen, fühlen, welcher den Atem fühlt, der die Atmung in sein Bewusstsein hereinnehmende. Das sollte mit dem ersten Buchstaben des Alphabets zum Ausdruck kommen. Und das Beta, wenn man es unbefangen betrachtet, gerade auch wenn man das entsprechende im Hebräischen in Betracht zieht, es stellt sich dar als so etwas wie die Umwandlung, die Umhüllung, das Haus, sodass, wenn man in der heutigen Sprache ausdrücken wollte, was einmal empfunden worden ist, als man anfing, Alpha, Beta zu sagen, man es etwa ausdrücken würde durch die Worte, der Mensch in seinem Haus.
Und so könnte man das ganze Alphabet durchgehen und würde einen Begriff, einen Sinn, eine Wahrheit über den Menschen aussprechen, indem man einfach die Benennungen für das Alphabet hintereinander sagt. Es würde gewissermaßen ein umfassender Satz ausgesprochen, der das Menschengeheimnis zum Ausdruck bringt. Es beginnt dieser Satz also damit, dass man hinweist darauf, der Mensch in seinem Haus, in seinem Tempel. Die folgenden Teile des Satzes würden dann zum Ausdruck bringen, wie der Mensch sich darinnen verhält, wie sein Verhältnis zum Weltenall ist. Kurz, es würde, was man so hintereinander als die Namen des Alphabets aussprechen würde, nicht das Abstrakte sein, wie wenn wir heute A, B, C sagen und uns dabei eigentlich gar nichts denken können, sondern es würde der Ausdruck für das Menschengeheimnis, für die Wurzelung des Menschen in der Welt sein. Was man meint oder eigentlich heute nicht mehr meint, weil man im Grunde genommen von diesen Dingen keine Ahnung mehr hat. Wenn heute in allerlei Gesellschaften gesprochen wird von dem verloren gegangenen Urwort. So ist das eben das. So ist das eben das, was in einem solchen, das Alphabet in seinen Benennungen umfassenden Sätzen. Oh, das ist ein lustiger Satz. Wenn heute in allerlei Gesellschaften gesprochen wird und von dem verlorengegangenen Urwort, so ist das eben das, was in einem solchen, das Alphabet in seinen Benennungen umfassenden Satze liegt. Sodass wir also zurückblicken können auf eine Zeit der Menschheitsentwicklung, wo der Mensch gewissermaßen, wenn er zurückging auf sein Alphabet, aus sich heraus nicht dasjenige aushauchte, was sich an äußeren Geschehnissen, an äußeren Bedürfnissen anlehnt, sondern was sein göttlich-geistiges Geheimnis durch seinen Kehlkopf und seine Sprachorgane zum Ausdruck brachte. Man möchte sagen, später ist dann dasjenige, was dann Alphabet also angehört, auf äußere Gegenstände verteilt worden. Und es wurde vergessen, was der Mensch durch seine Sprache über sein geistig-seelisches Geheimnis aus sich offenbaren kann. Das ursprüngliche Menschenwahrwort, das Menschenweisheitswort ist verloren gegangen. Die Sprache ist ausgeflossen in die Nüchternheit des Lebens. Und wenn heute der Mensch spricht, ist er sich nicht mehr bewusst, dass der ursprüngliche Ursatz, durch den die Göttlichkeit ihm sein eigenes Wesen offenbarte, vergessen worden ist. Und dass in den einzelnen Worten und in den einzelnen Sätzen von heute die Fetzen von diesem Ursatze vorliegen. Danke, Rudolf Steiner. Sehr interessante Kunde, sehr interessantes Wissen. Macht sehr interessantes Denken. Danke, dem Horcher. Nur riechst du, weil er mit durchstummt.